Hallo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Battlefield 3. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie das gewusst? Wir verschwenden unsere Zeit. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten Al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Solomon aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Ist natürlich schlecht. Das sollte, wenn möglich, nicht passieren. Besonders nicht in solch einer Situation. Mensch, Blackburn, was hast du dir dabei gedacht? Okay. Kafarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite, direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von Al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An alle Misfit-Kennungen. Vorrücken zu 1-6. Westlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Over. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3. Habe keine weiteren Infos. Out. Schwachsinn. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich habe 34 Minuten geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Ob das was zu bedeuten hat? Oh shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! Ja, raus hier, Leute. Komm schon. So, da sind wir. Und es geht ja auch schon wieder richtig gut zur Sache. Da kann man nicht mal irgendwie ruhig durch die Gegend fahren. Schau, beginnt es ja wieder mit dem Kugelhagel. Ah, da ist ja einer. So, Jungs, dann zeigt euch mal. Bei so Waldgebieten ist das immer ganz schlecht, die Feinde zu erkennen, wenn sie dann noch so gut getarnt sind. Eieiei, wo schießt denn der her? Ach, da. Genau neben Baumwarer. So, ich glaube, das waren so ziemlich alle. Keine Ahnung. Wir gehen ab durch die Mitte. Kurzstrecke. Los, los! Leute, da sind schon wieder Feinde. Erstmal stehen bleiben und die Typen abschießen. Keine Hektik. Wir haben Zeit. Passt doch alles. Alter, messe ich jetzt. Pass mal auf. So, ne? Wenn er schon neben dem Baum rumsteht, kann auch gleich an ihm noch sterben. Da haben wir einen Rocket Launcher Noob. Sonst noch jemand? Ne. Eine Trophäe gab's mit dazu. Wer bist du denn? Ja, das ist ein toter Feind, ihr seht richtig. Oh, Gott verdammt! Russische Fallschirmjäger. Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. So oder so, Steve. Ich mache mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen. Die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Weiß mir den Weg, meine Kumpanen. Triff dich mit Cole. Und das Ganze im Arrastal. Euch ist schon bewusst, dass hier auch Feinde sein könnten, ne? Aber lauft einfach drauf zu. Ist ja egal, wenn ihr dann nachher tot seid.
Ah, Servus Kuppels, was geht? Oh fuck! Russische Transporter! Ja, das sieht mir doch nach russischen Transportern aus. Woher ich das wohl weiß. Verdammte Scheiße! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht technisch gesehen, verstanden? Ja, Sir. Wir müssen jedenfalls zuerst dort sein. Glaubt ihr, die Russen sind nur zum Vergnügen hier? Die retten ihre Ärsche. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay, wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Was für ein Scheißspiel! Montez, du hast die Befehle gehört, also los! Jungs, der Noob-Tuber ist draußen. Lasst uns aufbrechen. Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Fallt ein und macht euch zum Vorrücken bereit. Die können aber jetzt was erleben. Werde geschossen! Aufgabe! Schuss ausfallen! Ziele voraus! In Deckung! So Jungs, schon mal Bekanntschaft mit einem Noob-Tube-Werfer gemacht. Da kann ich auch ruhig noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Das schadet denen nicht. So. Bam! Ah, das war aber ein schöner Treffer hier. Den hat's schön zerfetzt. Und da sind noch die nächsten. Bam! Ist das... Oh, verdammt. Ja, was stellst du dich auch irgendwie so nah an die Feinde ran? Ja, jetzt haben wir leider keine, ich sag mal, Granaten mehr. Jetzt müssen wir mit dem normalen Sturmgewehr vorlieb nehmen, aber ich denke, das reicht hier für die Eimer auch noch. So, Lille. Du kriegst ein Messer rein, komm schon. Ach, Leute, jetzt hat er mich gemessert, oder wie? Na, oh. Gut, ab sofort wird er abgeknallt. Da kenne ich nichts mehr. Wenn er so unbedingt da möchte, dann kriegt er eben 20 Kugeln rein, anstatt einfach mal kurz und knackig ein Messer ins Herz. Und dann würde ich sagen, einfach nochmal das Ganze. So, genau da sind wir auch stehen geblieben. Das macht sich ja ganz gut. Und jetzt sollten hier noch die beiden Feinde irgendwo auftauchen. Da ist zumindest einer. Schön aus der Hüfte hier weggesprayt. Ja. Ich glaube, das war es jetzt so. Hey Jungs, alle Feinde tot. Wie sieht's bei euch aus? Ihr könnt auch was sagen, ja, sonst labert er auch immer. Ja. Was soll da... Was soll das jetzt hier, Jungs? Leute, wir sind ja nicht zum Vergnügen da, ja? Wir haben eine Mission zu erledigen. Hallo. Jetzt habe ich ja mal eine Granate hin. Granate! Tja, Leute, was ist los? Habt ihr keine Lust mehr oder was? Ich weiß nicht, Leute, zur Not muss ich die ja jetzt abschießen oder die Mission neu starten. Mission gescheitert. So, ich glaube, das war so mit die einzige Lösung, um dieses Problem hier aus dem Weg zu schaffen. Und ich hoffe mal, dass die Jungs jetzt auch mal hier was machen und nicht wieder bloß dumm dastehen. Und zum dritten Mal lädt es ein steiniger Weg. Ich hoffe, diesmal lädt es zum letzten Mal die Mission. Und nochmal, diesmal gehe ich auch ein Stück weiter nach hinten. Ich folge dann, weil ich gehe jetzt einfach mal hier zu meinen Jungs hin.
und laufe jetzt mit denen mit. Ja, die Deckung habe ich schon längst verlassen. Also Leute, bewegt euch. Was ist hier nur passiert? Leute, ihr könnt euch ruhig auch bewegen. Okay, ich glaube, sie wollen nicht. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Leute, kommt schon. Hier auf. Macht. Ich laufe jetzt mal nochmal nach vorne. Und wenn dann nichts geht, dann, tja, werde ich die Mission nochmal neu laden. Aber das werdet ihr dann überhaupt nicht merken, weil ich das Ganze dann im Hintergrund machen werde. So, Leute, jetzt aber kommt schon. Rennt. Rennt um euer Leben. Ne. Die Typen, die sind eingeschlafen. Ja, Cole, komm schon, mach irgendwas. Ne, Leute, ich würde sagen, hier gibt es einen Schnitt, einen ganz abrupten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.